Sehr oft bekomme ich folgende Fragen gestellt. Welches Produkt soll ich kaufen? Ich will neu anfangen, weiß aber nicht wie. Ist das Set gut? Ja, und genau mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute. Also, das bedeutet, falls in Zukunft euch jemand genau so eine Frage stellt, könnt ihr ihm einfach dieses Video zeigen. Ich werde in diesem Video 3 Punkte ansprechen und eben dementsprechend durchgehen. Der erste dabei ist, welche Produkte solltest du kaufen, wenn du eben neu anfangen möchtest? Der zweite Punkt dabei ist, wie kauft man dann weitere Karten? Und der dritte Punkt wird dann sein, wo ich ein paar Tipps und Tricks erzähle. Also, fangen wir an. Zunächst einmal, dies ist natürlich meine Meinung und meine Empfehlung. Das heißt nicht, dass es die optimalste oder perfekte Meinung ist. Falls ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr natürlich irgendein anderes Produkt kaufen, denn niemand ist gezwungen, irgendein bestimmtes Produkt zu kaufen. Wir gehen zu Beginn erstmal davon aus, dass diese Person, die eben anfangen möchte, einfach keine aktuellen Karten hat. Das bedeutet, entweder hat die Person einfach gar keine Karten oder eben nur sehr viele alte Karten. Hierbei empfiehlt sich einfach eine Kombination aus 2 Produkten. Zunächst einmal bietet sich sehr an die Dual Devastator Box. Dies ist eine Box, wo ihr immer die gleichen Karten bekommt. Das bedeutet, ihr wisst schon, welche Karten drin sind, was natürlich sehr hilfreich ist, wenn ihr bestimmte Karten haben wollt. Doch natürlich habt ihr dieses Produkt nicht einfach wahllos ausgesucht. Nein, diese Box hat sehr viele relevante Metakarten. Das bedeutet, wenn ihr diese Box kauft, habt ihr einfach sehr spielstarke Karten. Hier sind zum einen auf jeden Fall die Handtraps drin. Handtraps ist ein sehr wichtiges Mittel in der aktuellen Meta. Das bedeutet, hier habt ihr einfach einen sehr guten Start, eben alle passenden Handtraps schon mal von Anfang an zu haben. Aber zum anderen bekommt ihr auch noch zusätzlich sehr gute Zauberkarten, wie zum Beispiel Gedankenkontrolle, Cosmic Cycling und ebenfalls kriegt ihr auch sehr gute Fallen, wie zum Beispiel Staubsturm, es kann nur eingeben, roter Neustart oder einfach mal feierlicher Schlag. Und auch Synchros, Exit und Link Monster sind hier enthalten. Es ist ein sehr guter Start einfach, denn so habt ihr von allen etwas und zum Teil auch sehr spielstarke Karten. Also am besten empfiehlt sich auf jeden Fall zunächst einmal diese Box auf jeden Fall 3-mal zu kaufen. Und ihr fragt euch jetzt natürlich, warum 3-mal? Naja, aus einem Grund, hier ist jede Karte 1-mal drin. In Yu-Gi-Oh! Darf man ja jede Karte bis zu 3-mal spielen, außer die Verbotsliste sagt was anderes. Und dementsprechend braucht ihr halt jede Karte eventuell 3-mal und so habt ihr dann einfach genug Auswahl für euer Deckbau. Jedoch hat diese Box vor allen Dingen nur Standardkarten. Das bedeutet, es ist eher eine Verstärkung für euer Deck, aber dient halt nicht dazu, ein neues Deck zu bauen. Also fehlt euch noch quasi ein ganzes Deck. Hierbei empfiehlt sich einfach eine ganz besondere Art von Produkt und zwar Structure Decks. Hierbei ist es eigentlich auch ziemlich egal, welches ihr nehmt. Ihr könnt einfach diverse nehmen. Hier zum Beispiel sind einfach ganz viele verschiedene. Es ist wirklich egal, mit welchen ihr startet. Sucht euch einfach ein Deck aus, was euch gefällt. Hier zum Beispiel Pendulum oder hier Charmers oder einfach hier Heroes oder vielleicht doch die Heiligen Ungeheuer. Ihr seht, es gibt eine große Auswahl. Wichtig hierbei ist jedoch, dass ihr ebenfalls dieses Structure Deck 3-mal kauft, denn auch hier wieder, die Karten sind nur meist 1-mal enthalten und natürlich wollt ihr gewisse Kopien einfach 3-mal haben. Jedoch muss ich natürlich sagen, dass das ein oder andere Structure Deck natürlich besser ist als ein anderes. Also gucken wir einfach uns mal die 3 besten Structure Decks meiner Meinung nach, die man aktuell kaufen kann. Und zwar zum einen ist es das Shadol Structure Deck, dann zum anderen das Rocket Structure Deck und zu guter Letzt das Dino Structure Deck, was ich jetzt hier nicht in echt habe. Für mich ist einfach aktuell Shadol das beste Structure Deck. Es ist auch eins der neueren, dadurch hat es natürlich auch viele neue Karten und eben Shadol hat sehr coole Mechaniken, die ihm sehr gut sind für ein Einsteiger-Deck, aber gleichzeitig auch für ein Deck, was eben in der Meta oben mitspielen kann. Also, das bedeutet, falls ihr eben neu anfangen wollt, empfehle ich euch einmal Dual Devastator 3-mal zu kaufen und eben ein beliebiges Structure Deck. Ich habe beide Sachen einfach mal unten in der Infobox verlinkt. Das bedeutet, falls ihr eben gucken wollt, wo man sich das Ganze holen kann und wie teuer das ist, ich verlinke euch, wie gesagt, es unten in der Infobox. Kommen wir jetzt auch zum zweiten Punkt. Und zwar, wie kauft man weitere Karten? Und hierbei habe ich einen ganz wichtigen Tipp. Kauft euch Einzelkarten. Denn meist lohnt es sich nicht, neue Produkte zu kaufen. Aus 2 Gründen. Zum einen, entweder habt ihr bereits die meisten Karten daraus. Das heißt, ihr würdet nur Karten kaufen, die ihr eben schon bereits habt. Oder zweitens, ihr habt eben Karten dort drin, die ihr gar nicht für euer Deck braucht. Das heißt, entweder kauft ihr euch Karten, die ihr bereits habt, oder Karten, die ihr gar nicht braucht. Ein bisschen unpassend, oder? Also empfiehlt sich einfach eben, Karten einzeln zu kaufen. Das könnt ihr zum Beispiel bei Card Market machen oder natürlich auch theoretisch bei eBay oder einfach bei euren Kartenladen oder einfach bei Freunden. So kommt ihr gezielt an Karten ran und könnt eben euer Deck deutlich verbessern. Doch woher wisst ihr eigentlich, welche Karten ihr für euer Deck braucht? Ja, da kommen wir auch zum dritten Punkt und zwar,
Welche Tipps bzw. Tricks gibt es? Natürlich wisst ihr nicht sofort, welche Karten gut für euer Deck sind bzw. was man überhaupt spielen kann. Und deshalb hier ein paar Tipps. Zum ersten lohnt es sich natürlich sehr, auf YouTube einfach nachzugucken. Das bedeutet, ihr gebt einfach bei YouTube euer Deck ein und guckt einfach, was da mal so rauskommt. Oft ist es einfach so, dass viele YouTuber bereits zu einem Deck Videos gemacht haben und so könnt ihr gucken, wie eben zum Beispiel diese YouTuber diese Decks gebaut haben. So bekommt ihr eine grobe Vorstellung, wie ein Deck gebaut werden kann und welche Karten man vielleicht in Betracht ziehen sollte. Wichtig dabei ist jedoch, dass ihr aktuelle Videos anguckt, denn alte Videos haben einfach eine große Schwachstelle und zwar zum einen, es gab eine andere Verbotsliste und zum zweiten war der Kartenpool einfach anders und dementsprechend wurden die Decks natürlich auch anders gebaut. Zum anderen lohnt es sich natürlich, die Gewinnerdecks anzugucken. Das heißt, welches Deck hat zum Beispiel ein offizielles Event gewonnen? Hierbei könnt ihr auch zum einen einfach auf YouTube gucken, denn dort werden auch oft die Gewinnerdecks hochgeladen oder eben auf gewissen Seiten. Ich verlinke euch da mal ein paar Quellen, könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Dort findet ihr eben aktuelle Decks bzw. eben Decks von Gewinnern. Und kommen wir jetzt auch schon zum letzten Tipp. Denn ein Tipp, der ist ziemlich simpel, aber sehr hilfreich, spielen. Ihr sollt euer Deck einfach immer und immer und immer wieder spielen. So werdet ihr A, immer besser und zweitens, ihr lernt euer Deck immer besser kennen und merkt auch, welche Karten nicht ganz so gut funktionieren oder welche Karten euch eventuell fehlen bzw. was man eben noch machen muss. Es klingt vielleicht sehr simpel, dass man einfach nur spielen muss, aber glaubt mir, spielen hilft sehr viel und auch die Profis machen das sehr, sehr, sehr viel. So, ich hoffe, ich konnte euch mit den drei Punkten weiterhelfen. Falls ihr jemanden kennt, der gerade mit Yu-Gi-Oh! Anfangen möchte, schickt ihm doch einfach dieses Video. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.